So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich bin hier gerade am Bahnhof. Ich warte auf den Zug. Denn Hannes wollte heute kommen. Gestern war Donnerstag bei uns. Da war der Raid-Boss-Wechsel auf Katagami und Kargoron. Ich habe einen Kargoron-Raid gemacht. Den seht ihr dann am Freitag, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Denn ich wollte warten, bis Hannes da ist. Merkt man den Wind? Man weiß es nicht genau. Ich wollte warten, bis Hannes da ist und mit Hannes direkt zwei Katagami-Raids als Community-Raid machen. Gucken, was der Hannes Schönes dabei hat, weil ich dachte, fürs Video sieht das für euch besser aus, wenn ihr mich nicht immer seht, sondern wenn ihr mich seht mit Hannes. Ne? Da dachte ich, das ist schön, da freuen sich die Leute. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Zug ankommt, Hannes kommt. Mal gucken, ob der Hannes ein Begrüßungsbierchen dabei hat. Wenn nicht, habe ich schon voll die gute Idee, wie wir an ein Begrüßungsbierchen kommen und zwei Raids machen können. Mehr dazu aber gleich. So, jetzt habe ich mich gerade hingesetzt, da hat der Zug schon gehalten. Und da kam der Hannes und ist ausgestiegen. Hallo Hannes, komm mal her. Mir ist ein Malheur passiert, mir ist eine Dose Bier im Rucksack geplatzt. Eine Dose? Ja, eine davon gab es zwei. Ja, da gab's das zwei. Heißt, das gute Paulaner Münchner Hell ist kaputt. Gegangen. Und die hast du jetzt als Ersatz besorgt, ja, oder hast du die eh schon dabei? Na, die habe ich eh dabei gehabt. Das kannst du dir aussuchen, welche du willst. Weil ich das gar nicht kenne, würde ich das nehmen, weil du das so gerne trinkst, kannst du das nehmen. Beispiel? Und dann würde ich sagen, wir gucken dann erstmal nach einem Raid, lassen uns da nieder und genießen die Ruhe vor dem Sturm, auch wenn es schon mitten im Sturm ist. Und das ist ein Hannes, sein Feldbett. Jawohl. Das braucht er ja, weil es ist WrestleMania-Wochenende und das Muttertier ist auch da. Und damit die alle irgendwo hinpassen, muss jeder sich was mitnehmen. Jo. Zur Not hätte ich gesagt, wir nehmen die Schlafsäcke und schlafen draußen auf dem Spielplatz so, ja, oder so. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Okay. Jetzt aber erstmal das Bierchen auf, gucken, ob ich es hinkriege mit einer Hand. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Wunderbar. Sag Prost, Hannes. Prost. Schön, dass du da bist. Ich hab Bock. Wir wollen ein paar Tastings nämlich machen, ein paar Raids, bisschen Wrestling, bisschen irgendwas. Vielleicht schaffen wir auch die weißen Crazy Bastard Soßen, nachdem wir die schwarze Box und mal getestet haben. Checken auch noch. Ja. Das wird richtig stark. Vielleicht habe ich sogar noch eine Überraschung. Wenn die morgen ankommt, freust du dich noch mehr. Dazu aber später mehr. Prost. Jetzt habe ich gar nicht getrunken und er muss schon den zweiten Schluck nehmen. Der erste Raid ist gepostet, aber es ist noch über eine halbe Stunde Zeit. Deswegen suchen wir uns jetzt eine Bank und ich möchte euch mal Hannes seine Gastgeschenke zeigen. Dinge, die er mitgebracht hat. Und wir wollen dann auch noch einkaufen, aber nach dem Raid, vor dem zweiten Raid, kaufen wir ein und zeigen euch als Zwischentake dann den Einkauf. Und dann haben wir zwei Raids, zweimal Unboxings, alles perfekt. Was wir jetzt schon mal haben, ist ein Hannes, sein Schnitzelbrötchen. Das sieht ungefähr so aus. Da hat die gesagt, ja, das ist Schnitzelbrötchen mit Chilikraut. Ja, Kraut, genau. Chilikraut, weil das Kraut ist halt, soll wohl scharf sein. So. Das will der Hannes jetzt essen und das ist das, was der Hannes mitgebracht hat. Der hat nochmal dreimal hier dieses räudige Gönnerchi dabei, wo ich immer noch sagen muss, dass die neuen Sorten irgendwie besser schmecken wie die alten Sorten. Der Hannes hat es ja noch gar nicht probiert. Wir haben damals aus den alten Sorten eine Gönnermaß kreiert. Wir wollen diesmal die Gönnermaß 2.0 kreieren mit den neuen Sorten. Dann haben wir hier Hers Jalapeno Curls. Auch richtig genial. Die isst Pupsi sehr gerne. Und dann die noch schärferen Hers Carolina Reaper Curls. Gut ist auch, wenn man was wegnimmt, es rutscht einfach alles der Reihe nach durch und verändert stetig die Reihenfolge. Hier ist eine Samyang Bulldog Soße, extremely spicy, das finde ich auch richtig toll, denn die Dinger sind sau lecker, die isst so gut zu Hähnchenfleisch, panierten, wenn du vom Chinamann mal was hast. Danke für die Soße, Hannes. Von den Philippinen, also mit Penis dran. Unten habe ich gehört, dass die Frauen in den Philippinen alle einen Penis haben. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Und hier hat er noch mitgebracht von Real Thai, Original Thai, eine Flasche kaufen, eine Flasche gratis, eine Sriracha Mayo Sauce und daneben eine Sriracha Super Extra Hot Chili Sauce. Die klingt ja so brutal, ist bestimmt nicht scharf, aber die werden wir auch mal testen oder probieren oder irgendwas. Und wie schmeckt jetzt dein komisches Schnitzelbrötchen? Cool. Cool schmeckt's. Ist es kalt oder was? Naja, kalt, ja. Warm gemacht hat es nicht. Wir warten jetzt, bis der Raid aufgeht. Wo ist denn der Typ jetzt hin?
Der Winged Husan hat sich nämlich in die Arena gesetzt. Wir warten jetzt, bis der Raid aufgeht, dann machen wir schnell den Katagami Raid und dann suchen wir noch einen zweiten. So, das ist der Ramses, das ist der Hannes hier. Moin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, dass das dann hier links neben mir ist. Wir sitzen jetzt immer noch auf der Bank. Der Raid geht auf. Katagami ist im Raid, das wisst ihr aber schon. Ich werfe meinen Pass ein. Ich habe Hannes mal den Samyang Bulldog Account gegeben. Ich lade jetzt mal ein. Wen ich einlade, seht ihr gleich. Cheffe, Genaya, Wurex und Henry Nicky. Ich hätte also noch einen fünften frei erstmal. Nehmen das Silo noch mit. Dann möchte ich ganz kurz mal auf YouTube gehen. Da ist nämlich die Konda-Liste wieder gepostet. So, muss auf meinen Kanal. Drück nochmal hier. Bin jetzt hier bei Community. Wenn ich jetzt runterscroll, sehe ich, das Ding ist Typ Stahl und Typ Pflanze. Ihr könnt Kampf nehmen, aber ihr nehmt natürlich Feuer, weil Feuer ist doppelt aggressiv. Also nehmt Feuer, haut einfach drauf und theoretisch ist das auch ein Raid-Boss, den du gut solo machen kannst. Also wir zu zweit würden jedes Katagami schaffen. Wir haben jetzt drei Accounts, weil ich den Samyang Bulldog immer mitnehme. Alleine könnte man es theoretisch auch schaffen, kommt aber dann wieder auf eure Konda an. Aber das ist, glaube ich, eins der einfachsten Raid-Bosse, der gleichzeitig am schwersten zu fangen ist. Nehmt also Feuer, haut mit Feuer drauf. Regiram, Heatran, Glumanda. Haha, steht genau. Glumanda da, ist aber Glurak. Skillokrog, Logok, nochmal Regiram. Was habe ich jetzt hier? Ich habe Samyang. Hey, da ist nämlich das Hundemon, heißt einfach Samyang. Dann haben wir Marco FedEx, das ist die fette Motte. Dann haben wir Henry Nicky und zweimal Flampivian. Eigentlich soll Flampivian ja meine... Warte mal hier, Fla. So, jetzt haben wir Fladdy, genau. Flampivian soll ja eigentlich meine Feuerarmee sein. Erstmal normal und irgendwann werden die ausgetauscht gegen Krypto-Flampivians, dass die noch fetter und aggressiver werden. Hab ganz vergessen, dass ich einen Ramoff hab. Das ist eigentlich auch cool als Feuerangreifer, weil das so fett ist. Wir werden das jetzt hier erstmal niedermachen. Das müsste recht schnell gehen. Wir schauen dann mal, ob jemand einen Shiny hat. Ach, das ist auch ein Shiny. Jetzt mit der Einführung ist es Shiny geworden. Okay. Das heißt, Kaguron gibt es aber auch als Shiny. Aber da kommst du ja mit Fernraid-Pass nur ran und das ist zu teuer, also machen die Leute Katagami, weil das ist eh nützlicher. Super schneller Kampf, das zweite Katagami schneide ich auch noch mit rein, aber da melden wir uns dann direkt nur aus dem Fangbildschirm, wenn wir gucken, ob es ein Shiny ist oder ob es ein gutes ist, damit das Video nicht zu lange dauert, weil wir wollen euch ja auch noch die Ausbeute vom Einkauf zeigen. Jetzt ist wichtig, 21.01 ist, glaube ich, das 100er gewesen. Ich weiß nicht, ob es Wetterboost hat, wahrscheinlich nicht. Meins hat 20,56. Der Hannes kann dann mal sagen, wie viel seine haben. Silo war drin, Grüße an Silo. Und natürlich an Cheffe. Winged Husan hätte ich jetzt hinzufügen können. Habe ich verpasst. 20,56 und jetzt wird es kompliziert. Aber jetzt muss ich euch eigentlich auf den Boden stellen oder hier drüber hängen oder irgendwas. Mach mal kurz so. 2016 und 2009, na egal. So, jetzt müssen wir versuchen, das zu fangen. Und ihr seht, wie klein der Kreis ist. Einfach fabelhaft zu treffen ist fast unmöglich. Aber er ist drin im ersten Ball. Da habe ich mehr Glück als Verstand. Ich habe gestern den ersten gefangen, der zweite ist mir geflohen. Das war richtig dumm, wenn ihr einen 100er habt und könnt das nicht fangen. Ach, vergiss es einfach. Der Hannes wirft einfach fabelhaft. Ich hab noch nie einfach fabelhaft bei dem Ding getroffen. Und ihr könnt das ja nehmen und mal ein bisschen üben. Ich habe komplett daneben geworfen, es ist trotzdem drin. Es ist aber kein Shiny, es ist nix. Es ist trotzdem der beste Pflanzenangreifer. Es hat trotzdem 3 Sterne hier. Wir wollen aber noch einen zweiten machen. Wir haben auch schon einen zweiten gesichtet im Park, im Englischen Garten. Da gehen wir jetzt hin und melden uns von da gleich zurück. So, das ist der Hannes im Wald. Moin. Und hier hat mein Hannes ein Zelt gefunden, wo er am Geburtstag drin geschlafen hat. Steht sogar noch da, sieht aus wie Hannes, richtig genial. Guck dir den Busch an. So, wie versprochen, möchte ich euch noch kurz den Einkauf zeigen, bevor wir den zweiten Raid machen. Das ist nur so ein Platzhalter, also der ist Briefbeschwerer, damit ihr nichts wegrollt. Die sind nicht zum Trinken, die sind für eine Mars-Kreation, die wir schon wieder planen.
Die sind aber zum Essen, weil das die Schnitzelfritz aus dem Netto sind. Und die sind einfach göttlich. Außer das letzte, was ich hatte, da war nämlich kaum Currysoße drauf. Dann haben wir extra das extrem überteuerte Papa Joe's Tomatenketchup gekauft. Weil wir ja so eine Challenge mitmachen wollen, wo man so eine Flasche frisst, genauso muss man das ausdrücken. Welcher Depp kauft sonst für 2,50 Papa Joe's Ketchup? Ne? Kannst du auch das Ritsch nehmen aus dem Netto, das passt auch. Dann haben wir gesehen, es gibt schon wieder zwei neue Booster-Sorten. Kuruba Elderflower, da wurde Hannes gleich von der Mitarbeiterin angeflirtet, die gesagt hat, das schmeckt besser wie Red Bull. Hat er gleich 10 Tonnen mitgenommen. Dann haben wir hier nochmal Juneberry, weil Booster jetzt auch einen auf Gönnergy macht. Deswegen sind die Dosen auch matt. Das ist auch für eine Mars-Kreation, weil wir brauchen ja immer ein Topping und ein Bier. Das sind Nuggets, wenn wir wieder Chili-Soßen testen. Das ist Bier für eine Mars-Kreation. Das ist ein Topping für eine Mars-Kreation. Aber nicht in dem Zusammenhang. Das ist nämlich anders zusammengewürfelt. Das seht ihr dann und das ist die Habermaus. So. Damit haben wir jetzt was vor am Wochenende, aber jetzt müssen wir erstmal den zweiten Raid machen. So, der Kampf geht los. Das ist der Hannes. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt trotzdem einfach reinzuquasseln und den Bildschirm vielleicht dann jetzt einzublenden oder so, weil der Kampf geht ja trotzdem recht schnell. Da das ja eine Doppelschwäche hat, weil es ist ja ein Stück, eigentlich, ja toll, es ist ein Stück Papier, wollte ich sagen, aber den Typ Papier gibt es gar nicht in Pokémon Go. Also es ist Gras, was du anbrennst, es ist Stahl, den du erhitzt und dann verbrennt auch das Papier. So musst du das sehen, so musst du jetzt draufhauen. Der Winged Husan kam auch gerade angelaufen und hat gesagt, dort sitzt ein 100er Weilmar, dann bist du dahin gelaufen und dann war es nicht mehr da. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt steht er da unten. Ich kann den ja mal heimlich adden, falls ich jetzt sehe, dass der drin war und da unten irgendwo steht in der Liste. Und dann sind wir mal gespannt, ob es jetzt vielleicht einen Shiny gab. Hier steht Winged Husan. Ich schicke dem, Husar, Winged Husar 98, dem schicke ich jetzt einfach eine Freundschaftsanfrage. Den werde ich nie wiedersehen im Leben. Aber vielleicht, da, ich denke gerade, der Fette mit dem Cappy, den muss ich ansprechen, der hat mich geaddet. 2069. 58 und was habe ich? Shiny! 2042. 2042. Also, kein Shiny dabei. Jetzt versuchen zu fangen. Der war großartig. Mal gucken, ob das passt. Es ist schon wieder windig. Ich habe euch aber ein Stück hinter den Rucksack gestellt. Das war kein einfach fabelhafter Wurf. Aber er wäre fast wieder drin geblieben. Ihr müsst immer nur daneben werfen, dann klappt das auch. Das ist richtig genial. So, wieder großartig. Das muss auch eigentlich reichen, ey. Brauchst du gar nicht kleiner machen. Mach halt so, ist doch klein genug. Weil das ist bei allen anderen schon einfach wieder daneben. Immer wenn ich versuche, auf einfach fabelhaft zu gehen, ich mach das jetzt. Ich ziehe das jetzt. Nee, er ist drin. Gut. Ich ziehe das jetzt durch und versuche einfach fabelhaft zu werfen. Aber da ist er schon wieder drin. Da können wir ihn nochmal bewerten. Da haben wir 3 Sterne mit 14, 14, 12. Der ist gut. Und ich würde, glaube ich, meinen täglichen Spezialtausch momentan immer mit Katagami machen. Immer Katagami gegen Katagami, großer gegen kleiner kauen. Vielleicht ist ja irgendwann das 100er drin, einfach so aus Spaß. Ansonsten geht es ja um nichts. Ich verstreiche. Ich lasse sie nämlich die ganze Zeit verstreichen. Ich glaube, das liegt wirklich am Handy. Der wirft fabelhaft in einer Tour. Glaubt ihr ihm das? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber nur mit Samyang. Nur mit meinem, siehst du? So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Zweite Mal hintereinander. Das ist der Hannes. Und hier guckt ihr die Bank an. Das kommt vom Hannes, läuft hier drüber, geht hier hin ins Handy rein. Die sind miteinander verbunden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.